Ich würde dich mal bitten, die Wurzel aus einem Zweihundertstel ein bisschen zu vereinfachen. Versuch dich doch mal alleine und dann machen wir es gleich zusammen. Also ich würde jetzt erstes mal die Quotientenregel anwenden. Und zwar können wir die Wurzel aus einem Zweihundertstel umschreiben in Wurzel aus 1 geteilt durch Wurzel aus 200. Das ist insofern schön, weil jetzt kann ich hier oben schon mal was ziehen. Die Wurzel aus 1 ist einfach nur 1, weil einmal 1 ergibt 1. Und dann haben wir hier unten weiterhin die Wurzel aus 200 stehen. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen hier vielleicht gesondert an. Also ich gucke mal einfach, dass wir das extra hier aufschreiben in eine neue Zeile. Also die Wurzel aus 200. Was können wir damit anstellen? Also wir sehen schon mal, das ist wahrscheinlich jetzt keine richtig schöne Quadratzahl. Was wir aber machen können, wir können die Primfaktorzerlegung anwenden. Das machen wir mal kurz zusammen. Also 2 mal 100 ergibt 200. 2 mal 50 ergibt 100. 2 mal 25 ergibt 50. Und 5 mal 5, fertig, ergibt 25. Okay, weil das sind jetzt alles Primzahlen. Und wir schreiben diesen Ausdruck jetzt einfach um, diesen Term, und sagen, die Wurzel aus 200 ist das gleiche wie 2 mal 2 mal 2 mal 5 mal 5. Und wenn wir das jetzt alles hier ausrechnen würden, dann kämen wir wieder auf 200. Jetzt haben wir ja immer, wenn wir das anwenden, die große Hoffnung, dass wir Primzahlen finden, die da doppelt vorkommen mindestens. Und da bin ich ja hier schon ganz glücklich, weil wir haben einmal die 2 mal 2 hier. Das heißt, wir dürfen dann umschreiben die Wurzel aus 2 hoch 2. Und dann haben wir eine einzelne 2 hier stehen. Und dann haben wir hier aber nochmal 2 Fünfen. Das freut uns auch. Also machen wir hier nochmal die 2 Fünfen extra. Also hier hätten wir dann eine 5 hoch 2 oder eine 5 mal 5 oder eine 25. Alles das Gleiche. Also dann können wir das ziehen. Du weißt, wenn du eine Zahl quadrierst, die unter einer Wurzel steht, dann hebt sich das Wurzelzeichen und die Quadrierung auf. Also wir kommen dann einfach hier auf 2 mal Wurzel aus 2 mal einfach nur 5. Und das können wir jetzt natürlich auch noch ausrechnen, weil wir haben jetzt hier zwei ganze Zahlen. Also 2 mal 5 ist 10 mal Wurzel 2. Sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt hier gleich weitermachen. Ich will nur noch mal auf eine kleine Abkürzung aufmerksam machen. Also du kannst dir auch Folgendes überlegen. Die Wurzel aus 200 kannst du nach Anwendung der Produktregel natürlich auch so aufschreiben als Wurzel aus 2 mal 100. Das wäre dann Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 100. Und dann, vielleicht ist dir hier schon aufgefallen, an diesem Schritt, hey Moment, 100 ist doch eine schöne Quadratzahl, das ist doch einfach 10 mal 10. Also könntest du hier auch schreiben, Wurzel aus 2 mal 10, also 10 mal 10 ergibt 100, das heißt, du ziehst die Wurzel und das ist natürlich genau das gleiche wie hier oben, 10 mal Wurzel aus 2. Also wenn du die Primfaktorzerlegung anwendest, und auf dem Weg schon irgendwo dir ins Auge fällt, dass da eine Quadratzahl vorkommt, da kannst du eigentlich schon aufhören, weil dann muss man den ganzen Kram hier nicht so ausführlich bis zum Ende schreiben. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir hier oben zur Potte kommen hier und das mal fertig machen. Also wir haben jetzt hier herausbekommen, 1 geteilt durch 10 mal Wurzel 2. Und dann gibt es Mathematiker, die können gar nicht leiden, wenn Wurzeln in den Nennern stehen. Und was die dann machen, die nehmen sich einen kleinen Trick zur Hilfe. Und zwar sagen die einfach, das hier alles multipliziere ich mit der Wurzel, die ich dann nicht mag. Also wir haben dann das als Wurzel aus 2 im Zähler und auch Wurzel aus 2 im Nenner. Was jetzt Folgendes passiert, Wurzel aus 2 geteilt durch Wurzel aus 2 ist natürlich plus 1, also du veränderst hier eigentlich nichts. Aber du kannst dann Folgendes machen, du hast dann die Wurzel ganz raffinierterweise in den Zähler verschoben. Also einmal Wurzel 2 ist dann natürlich einfach Wurzel 2. Und dann im Nenner hast du 10 mal Wurzel 2 mal Wurzel 2. Was ist Wurzel 2 mal Wurzel 2? Wurzel aus 2 mal Wurzel aus 2 ist Wurzel aus 2 mal 2, ist Wurzel aus 2 hoch 2, ist Wurzel aus 4, ist gleich 2. Also dann hast du hier unten einfach stehen 2 mal 10 und das ergibt 20. Wenn dir das jetzt irgendwie noch schöner anders vorkommt, könntest du auch sagen, es ist gleich wie ein Zwanzigstel,
mal Wurzel aus 2. Mir gefällt es eigentlich schon ganz gut. Aber das darfst du dir aussuchen. Bis dann.